Ja, hallo Freunde. Genau. Willkommen bei großes D, kleines A, großes S, 1976, der alte Sack. Ja, oder auch bei mir, eurem Stefan Kingsman mit dem Kingsman Report. Ja, also in den folgenden Berichten könnt ihr sehen, wie sich viele, viele Einwohner unseres schönen Landes benehmen. Sie sorgen eher dafür mit dem Benehmen, dass die Leute auswandern wollen, statt einwandern wollen. Manche von denen haben sogar administratorische Unterstützung, obwohl sie wirklich massiv gegen Richtlinien des Landes verstoßen, also Serverrichtlinien. Aber wie gesagt, das könnt ihr gleich alles noch im Bericht sehen. Ja, und jetzt der Bericht, meine Freunde. Seitdem er zu mir kommt, seit 3, 4 Tagen jetzt, ne? Und es geht mir so gut die ganze Zeit, Stefan. Ich wache auf, schreibe ja, ne? So, ich Ja. schreibe ja. Ja, Freunde, hier könnt ihr gerade sehen, ich bin nach einer weiteren Attacke dieser Gruppe mit den weißen Jacken sauer geworden. Stinksauer. Ich bin definitiv nicht dazu gekommen, die dementsprechenden Tasten zu drücken und schnell genug zu drücken. Ich wurde einfach eliminiert. Bin dann ausgerastet, habe Rache genommen, bin mit 4 Plattenreifen weitergefahren. Mit 4 Plattenreifen. Und dieser Administrator, hier gut zu sehen, Alexei, sperrte mich aus diesem Grund. Könnte ich hier alles lesen? Wegen angeblichem Power Gaming. Keine Angst zeigen, wenn man mit Waffen bedroht wird. Also, wenn es auf unfaire Art und Weise geht, kann man auch nicht reagieren, oder? Habe dem das natürlich gesagt. Steht hier ja, könnt ihr ja alles lesen, Leute. Könnt ihr alles lesen. Und er schreibt, du wurdest schon länger bedroht. Ja. Natürlich wurde ich länger bedroht. Hä? Gar keine Frage. Aber wenn ich nicht so schnell reagieren kann, und das könnt ihr gleich im folgenden Beitrag weitersehen. Hier geht's weiter. Ich bin wirklich gerade stinksauer auf diesen Administrator. Ihr könnt das ja alles lesen. Ich bin immer noch sprachlos. So, das war der Fall. Dann folgte ein weiterer Angriff, den ihr jetzt alle im Beitrag sehen könnt. Ja. Hinterher? Hallo? Hinterher? Oh nee, nicht schon wieder, wirklich. Grüße! Bleiben Sie mal bitte stehen, Herr. Bitte vorher eine Ankündigung machen, wie sich das gehört. Danke. Einmal aussteigen. Steigen Sie bitte aus. Steigen Sie aus daher. Und die Dankeschön. Hände hoch, bitte. Maske, Maske, Hände hoch. Maske. Hände hoch. 3,
Oh, Leute, genau. Wirklich. Fängt der ganze Scheiß wieder an, ja? Was denn? Warum wieder? Wie redest du? Wie redest du? Oh, deine MK2-Pistole, die will ich ganz gern haben, Kollege. Und die Munition, ich meine, leg mal auf Boden. Legst du mal bitte die Pistole und die Munition auf den Boden, ey. Genau, richtig. Geh's mal schneller. Ich sagte schon mal, es geht nicht so schnell, also bitte ein bisschen langsamer, ein bisschen Geduld, vielen Dank. Ja, genau, wir warten. Hallo, beeil dich ein bisschen, beeil dich jetzt ein bisschen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, mach hinne, mach hinne. Beeil dich. Perfekt. Was stehst denn du überhaupt so da? Beeil dich jetzt. So. Beeil dich. Pass, pass, kannst weiterfahren. Jetzt war weiter. Ich habe euch aufgenommen, alles gut, danke. Dieses Mal seid ihr dran. Weswegen denn, mein Freund? Wegen was sind wir dann? Ist das eine gefährliche Drohung hier? Ja, die sie getan haben. Alles gut, besten Dank. Ist das keine Drohung? Ist das eine Drohung? Ist das eine Drohung, der Herr? Ich drohe niemanden. Wenn sie richtig zuhören würden, dann würden sie das auch verstehen, danke. Wann ich einsteige oder wann ich nicht einsteige, dürfen Sie mir gar nicht vorschreiben. Können wir. Sie werden nie bedroht mit Waffen. Aber, der Herr, Sie fahren nicht, Sie fahren nicht, Sie laufen. Sie laufen, der Herr, Sie laufen von hier. Laufen. Der Herr, drei, aussteigen und laufen. Drei. Ja. Und, allein... Daraufhin habe ich natürlich auch geschrieben. Ist ja logisch. Und daraufhin antwortete mir Alexei. Der Administrator Alexei antwortete mir so. Ich habe geschrieben, wieder mal ein Fall von null Reaktionszeit gegeben. Also, ist natürlich auch ein Regelverstoß. Ich sollte aussteigen und während des Aussteigens bin ich erschossen worden. So. Und da sagt er ja, Beschwerde bitte an das Forum. Also, er hält definitiv, das könnt ihr ja nun sehen, er hält definitiv als Administrator schützend die Hand über sämtliche Regelverstoße, die ihr gerade gesehen habt. Mich straft er damit, weil ich mit vier platten Reifen gefahren bin, straft er mich mit 600 Minuten Jail, also 10 Stunden Ingame-Stunden, nicht zu vergessen. Dass ich hier in diesem Beitrag, wie ihr gerade auch gehört habt am Ende, als Hurensohn beschimpft wurde, interessiert diesen Mann ein Scheißdreck. Ich kann dazu nur sagen, ein Top-Administrator. Wirklich. Erklärbär ist nicht da. Weg! Boing. Was will er denn jetzt von mir hier? Hallo, bist du nicht ganz dicht? Alter, was ist los? Was ist mit euch, hä? Wie wär's, wenn ihr eine Waffe hättet?
Aussteigen oder es knallt? Ja, also, geht doch. Nein, Spaß auch eigentlich. Nein, wir wollten eigentlich fragen, für was dein Van ist, weil wir hatten noch so einen ähnlichen gesehen und dann wollten wir fragen, welchen Zweck der hat. Ja, das andere aus wie so ein Muschimobil irgendwie. Hä? Ein Muschimobil? Nein. Wieso? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Kannst du mal Hände hoch, habe ich gesagt. Ja, anderes doch. Dankeschön. Was für ein anderes? Mehr habe ich nicht. Ich kann nur auf eine Art meine Hände hochmachen, hä? Nein. Es gibt noch ein anderes. Hände hoch, Hose runter. Wo du stillhältst. Ja. Ich habe das und mehr habe ich nicht. Klar? Stiller halten. Du musst stiller halten, Mann. Ey, komm. Hose runter oder es knallt. Hose. Wisst ihr was? Das gibt eine Aufnahme. Danke. Ey, wofür? Mache tue ich eigentlich noch gar nichts. Ja, Freunde, hier könnt ihr sehen, wie ich auf dem Grünstreifen auf einer Greenzone attackiert werde, angegriffen werde. Ich werde des Platzes verwiesen, obwohl das eigentlich ja nicht regelkonform ist. Aber die machen es trotzdem. Nun, viele würden sagen, ja, melde das doch. Ihr habt gesehen, eine Meldung bringt nicht wirklich viel, da ich ein Einzelner bin. Ich sehe das einfach so. Würden die sich bei Alexei melden, wäre ich wieder ins Jail gekommen. Warum auch immer. Also, nein, es ist wirklich so, wirklich viel Vergnügen
habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Attacken noch durchhalte. Ich find's traurig. Aber es ist so. Kannst du dein Auto ein bisschen weiter woanders parken? Das war auffällig. Was ist denn an meinem Auto jetzt auffällig, hä? Und warum? Ja, mit Cops kommen, weißt du? Weil wenn die hier jemanden sehen, warte. Dann war's das mit uns. Hey, ach so, ihr auf dem anderen Feld bitte weiter. Hä, ich muss doch auf Feld Nummer 4 gleich mit meinem Freund pflanzen, hä? Ich weiß gar nicht, was da jetzt das Problem ist. Wie? Was geht nicht? Wenn ich hier arbeiten muss, geht das. Natürlich geht das, hä? Nee, anderes Feld bitte. Da hinten kommen nämlich direkt Cops. Ja und? Ich hab doch nicht. Alter. Der wollte uns verbieten, hier auf Feld Nummer 4 anzubauen. Weil er dumm ist. Ich hab gesagt, dass ich hier trotzdem bleibe. Weil wir hier anpflanzen. Er meinte, nee, das geht nicht. Fahr mal weiter jetzt. Also, nochmal. Hallo. Ja. Was hallo? Wie was hallo? Hä, wenn ich hier arbeiten muss, muss ich hier arbeiten. Ist doch logisch, oder? Sonst höre ich meine Jungs. Geh anderes Feld. Wie denn anderes Feld? Erklären Sie mir bitte, wie ich auf Feld Nummer 7 Kartoffeln anpflanze. Erklären Sie mir das. Los! Mal keine Fasten jetzt. Nein, nein, Sie erklären mir das jetzt. Sofort. Hä? Witzig, ja. Und tschüss. Komm ab jetzt hier bitte. Bisschen entfernt. Ey, was machst du jetzt? Verpiss dich jetzt, sonst schieß ich. Warte! Er macht hier voll Faxen. Polizei! Die haben mich gerade noch die ganze Zeit gerammt. Ich bin gerade in Versuchung, die alle hier auf der Green Zone platt zu fahren. Weil ich sauer bin. Ja, hallo Freunde. Hier könnt ihr sehen, wie mein Freund Finnbum und ich massiv beleidigt werden, angefrieren werden. Nur weil Finnbum und ich verheiratet sind hier in RP. Also, ich muss das ganz deutlich sagen. Von daher, wie will man das jetzt irgendwie noch zurechtrücken? Anschreien lassen, beleidigen lassen, attackieren lassen auf einer Green Zone. Tut mir leid. Ich kann wirklich nur sagen, auch als Stefan Kingsman, es fällt mir immer schwerer, Gutes zu finden. Wirklich Gutes zu finden, um weiterzumachen. Oh, geil! Nein, nein! Nicht gleich! Nicht geil, aber lecker! Chinesen haben sie chinesische Gene. Oh, warte mal kurz! Oh! Nein! Ich esse ihren Huhntaum. Oh. Weil du schreist! Und wie alt sind Sie? Nochmal, ich hab's vergessen. Stefan Kingsman. Ja, was denn?
Dealen Sie denn mit Drogen, Stefan Kingsman? Nein. Nein, na, sorry, ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt sehen Sie das Blut? Das kommt aus meinem Argeschluch. Okay. Können Sie Liegestütze machen, Stefan? Ja. So mach. Nee, falsch. Mach es nicht. Ernte bitte einfach. So. Die sind hier, um zu trollen. Oh, raffst du das nicht? Finn, wirklich. Ja, ich sehe das. Ich sehe das. Wie gut ist das? Ist ja scheiße. Wir machen die ja gar nicht richtig. Die machen die ja fertig schwul. Sind sie etwa schwul? Die machen das auch irgendwie wie? Wie schwul? Warum schrecken sie mir denn den Arsch geil aus? Soll ich mein Messer da reinstecken? Umsteigen mal bitte. Ich weiß. Merkst du nicht, dass sie uns trollen wollen? Ja. Gemacht, Land gemacht. Weil die das toll finden, deswegen. Lass sie einfach machen, was sie machen. Gar nicht drauf reagieren. Ja. Herr Kingsman? Ich will ja aber sein. Ja, bitte? Herr Kingsman? Sind Sie gerade live auf der großen Plattform? Nein, bin ich nicht. Nein, auch nicht. Sind Sie nicht mehr so oft live? Nein. Ich zerstöre Ihre Pflanzen. Also, an Ihrer Stelle, Stelle würde ich jetzt ernsthaft damit aufhören. Sag mal, es ist doch nur ein Spaß. Ja, ich merk's. Wer kommt denn da? Das FIB! Allahu Akbar, meine Freunde. Sind Sie schon mal in ein Tower reingeflogen? Nein. Nicht rein, durchgeflogen. Nein, ich glaube nicht. Also haben Sie 9/11 nachgemacht? Da drunter. Du. Und neben hier und rechts von dem. Links und rechts daneben auch. Warum sind Sie schwul? Ich bin nicht schwul, ich bin bi. Andere Frage. Ist ja noch schlimmer. Andere Frage. Ja. Warum sind Sie es nicht? Weil ich. Meine Ohren platzen gerade leider. Also, was? Daran. Könnt ihr bitte nicht so. Also, das Ding ist halt, dass es eng wird. Ich finde das geil. Ganz toll, was Sie gerade gemacht haben. Bitte hören Sie auf, es war doch nur ein Spaß. Ja, zu spät, danke. Aber ich bin noch so, eingefahren. Auf so einen Kindergarten. Ja, eben. Fahr nach Hause. Herr Kingsman? Herr Kingsman, ja. Das ist ein Freund. Ja. Der kann sich halt nicht so gut zusammenreißen. Nein, es hat sich erledigt. Es reicht mir. Ich bin das gewohnt, dass
dauerhaft getrollt wird, weil ich anders bin als andere, deswegen Beleidigungen. Was meinen Sie denn mit trollen? Ja, wenn Sie das nicht wissen, schauen Sie mal im Wörterbuch nach, da steht das geschrieben. Ja. Sie reden wie der Lehrer aus South Park. Der wurde doch auch vom Mann zur Frau, oder? Nein. Auch nach Hause. Wie da bitte? Von dem boah, ja, warte. Von dem anderen jungen Mann, der da gerade eben weggefahren ist, einen Arsch genommen, oder nehmen Sie den im Arsch? Hä? Wie bitte? Ich weiß nicht, wovon Sie gerade reden. Also, es ist irgendwie ein bisschen eklig, was Sie da gerade sagen. Ist Ihnen klar, oder? Können Sie schwanger sein, oder kann Ihr anderer bisexueller Freund schwanger sein? Wir sind Männer. Männer können nicht schwanger werden. Ich weiß nicht, wo Sie Anatomie gelernt haben. Ach so, stimmt ja. LGBTQIA+-Community beleidigt? Boah, wie bitte, wen beleidigt? Die LGBTQIA+-Community, okay? Ich habe gar niemanden beleidigt, aber ist auch egal. Ja, seid ihr schon. Schreien Sie doch noch lauter. Herr ja. Kingsman, ich schreie nicht laut. Herr ja, bitte. Ich glaube, er ist ein bisschen dichter im Kopf, ne? Aber wissen Sie, ich glaube, ich weiß, was ich meine. Halt Maul! Hallo! Also, es reicht jetzt auch also, wirklich. Es ja, irgendwann, stimmt, ne? Irgendwann ist Kingsman, einfach genug. Baby, komm down! Komm down! Herr Kingsman, er meint die LGBTQA-Community. Jetzt verstehen Sie es, oder? Die LGBTQA-Community! Aber warum sollte ich bitte schön irgendjemanden beleidigen? Ich beleidige ich niemanden. Da müssen Sie mit dem sprechen. Nee, danke. Verzichte. Weil Sie Gender Equality feindlich sind. Period. Und was sind Sie? Hä? Hä? Ich bin erwähnt! Sie machen das wunderschön. Ja, weiter so. Einfach weitermachen. Ähä. Ich find's toll. Wie bitte? Schießerei in dem Main Hall. Hier wird nicht geschossen. Machen Sie eigentlich ein mit Ihrem kleinen Kollegen da? Der ist doch bestimmt unter 7, oder, Junge Alpha? Ha? Oh, das ist ganz toll. Ihr könnt die Nummern, die Hashtag-Nummern, die sogenannten Spielernummern oder auch Einwanderungsnummern sehen. Ich hatte von den Weißen, von der weißen Familie oder weißen Gang, was auch immer, habe ich sogar in meiner Anzeige, das zeige ich euch einmal, hier auf dem Laptop habe ich sogar eine Anzeige geschaltet. Und zwar hier in meine Inserate, da. Da könnt ihr es sehen. Ich habe $1 Million geboten für jemanden, der diese Familie das antut, was die mir angetan haben. Auf ungerechte Art und Weise, wie ihr im Bericht gesehen habt. Es hat sich keiner gemeldet. Nun. Warum, ist ganz klar. Diese Familie wird definitiv vom Administrator Alexei unterstützt. Und dann ist das ganz klar, dass keiner sich mit denen anlegen will. Logisch. Die würden alle ins Jail wandern, nur weil Alexei das kann. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist traurig, aber wahr. Ich habe wirklich einige Videos schon gemacht hier von Majestic RP. Ich bin eigentlich sehr zufrieden hier. Nur wenn sowas dauerhaft passiert, mit Absicht passiert, ja, dann macht es mir nicht wirklich Spaß, hier weiterzuspielen. Dann macht es keinen Spaß. Dafür zu sorgen, dass vielleicht andere
hier spielen wollen, dann fühle ich mich verantwortlich, dass ein neuer Mitbewohner unseres Staates auf böse Art und Weise vergrault wird. Ja. Finde ich das in Ordnung? Nein, finde ich nicht. Aber wahrscheinlich ihr. Ihr müsst es ja in Ordnung finden, sonst würdet ihr euch nicht so verhalten. Ihr alle seid gemeint. Ich habe nichts getan. Gar nichts. Und das wird mir angetan. Warum? Einfach nur, warum? Weil ich eine Rolle spiele? Weil ich versuche, RP zu spielen? Rollenspiel? Dann tut's mir leid. Bis bald, sagt dann jetzt euer großes D, kleines A, großes S. 1976, euer Stefan, euer der alte Sack. Ja, und auch ich, euer Stefan Kingsman, genau. Auch ich sage jetzt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns, wir sehen uns. Entweder sehen wir uns als LKW-Fahrer, brumm, brumm, genau. Dann bin ich mit meinem rosanen Bulli unterwegs oder ich bin mit meinem Freund Finn auf Feld Nummer 4 oder später auf 5 oder ich bin auf Feld Nummer 8 meine Bananen pflanzen. Genau, also wie dem auch sei, so könnt ihr uns finden oder mich finden. Und ich bin zu jedem Spaß bereit, aber bitte nicht beleidigen oder in irgendeiner Art und Weise uns anzugreifen oder andere anzugreifen. Das ist nicht förderlich für unseren Staat. Das wollt ihr nicht und das wollen wir nicht. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.